herzlich willkommen bei einer Spezialausgabe Glam. Ein unverwechselbarer Basler wird nämlich genau heute 75 Jahre alt. Die Rede ist vom stadtbekannten Kolumnist und Schriftsteller Minu. Der Michel Schultheis hat Minu-Highlights aus dem Tele-Basel-Archiv gesucht und gute Freunde vom heutigen Geburtstagskind getroffen. Es ist einmalig. Gibt es denn nur eine Minu? Gut. Er hat will ein Sänger werden. Wissen Sie das eigentlich? Hat jemand vergessen? Ein Mittel gegen schlechte Laune. Gastronomisch abheben wir. Kein Problem. Er gehört einfach zu Basel, der Hans-Peter Hammel. Allen Beppi besser bekannt als Minu. Zu seinem 75. Geburtstag schauen wir ein halbes Jahrhundert zurück. Für den jungen Minu hat dazumal der Ort am Marktplatz eine wichtige Rolle gespielt. Der Journalist Willi Erzberger erinnert sich zurück. Das war die Klatschzentrale der Stadt Basel. Alles ist da innen bekannt und unbekannt. Und man hat los, was so geschwätzt wird, und Hermine Hägeli, die der Bengel respektive den Taktstock geführt hat, die war Sammelstelle und eigentlich die Ideengeberin. Und sie hat den Minu ständig mit Informationen versorgt. Wir machen uns auf die Suche nach den Anfängen des Minu-Klatsch. Zusammen mit dem Dokumentalist Marcel Münch von der BATZ durchstöbern wir das Archiv. Und wo werden fündig? Ein von der ersten Tradra-Klatsch ist am 1. Juli 1972 in der Nationalzeitung gekommen. Cheese Burkhardt wurde von Zigarrenzar Davidov empfangen und rauchte ausnahmsweise eine dieser berühmten Zigarren. Er litt 3 Tage. Hans Bertolf bekam gar 2 dieser erlesenen Genüsse geschenkt. «Wie teuer ist denn so eine?», frug er die Elsa. «Ach, so ungefähr 8 Franken.» «Jesses!» Unser Hans Bertolf konnte sich kaum erholen. Der Davidov hätte mir lieber 16 Franken gegeben, dann hätte ich mir dafür Rösslestumpen gekauft. Es gibt Leute, die kann man eben nicht zum Luxus zwingen. Ganz besonders mag ich mich noch an einen Artikel erinnern, der vor 25 Jahren geschrieben worden ist. Und zwar der Zuckerboy vom Markt. Das hat man, ist mein Lieblingsartikel von Minu, nebst anderen, die er auch noch über mich geschrieben hat. Und immer eine riesen Freude gewesen. Und wie gesagt, der Minu ist uns ans Herz gewachsen im Schiesser. Und ich habe immer eine Freude, wenn er hier mal bei uns sitzt. Wir haben jetzt etwas anderes gemacht. Wir haben die Fleischkäsemasse genommen, haben sie hier reingetan. Wenn man bei ihm zu Gast war, war immer enorm grosszügig, nicht wahr? Er hat wunderbar gekocht. Er war ein fabelhafter Gastgeber. Der selber natürlich nie abgesessen ist. Er hat ihn einfach bedient und verwöhnt. Ein ehemaliger Nachbar von Minu, der Dr. Eduard Häfliger, erinnert sich auch an die üppigen Fester. Dann ist der Partner, der Christoph Holzach, oben runtergekommen, der Innocent, und hat gesagt, es hat noch Reste. Und dann sind wir raufgegangen und haben gestaunt, was hier für Reste sind. Einfach Tisch voll von allen Fresskünstler von Basel, die irgendetwas herstellen. Einmal aber hat der Minu seine Gäste einen Bär aufgebunden. Mit einem speziellen Gourmet-Menü. Das ist wunderbar. Das ist eine Kunst. Ist einfach sehr gut. Susi Stucki hat gesagt, im Bruderholz wird es 127 Franken kosten. Das stimmt. Bei uns hat es nichts gekostet, 48 Franken. Da. Ja. Nein, wir haben sie nicht gelegt. Wir haben einfach versucht, einmal mit den Produkten und den Möglichkeiten, die uns die Werbung bieten, ein Nachtessen zu machen. Das ist die Hochzeit des Jahres. Wo sie dann ausgezogen sind, haben sie gesagt, ja, schade, jetzt sind wir nicht mehr gerade benannt. Und das ist doch ganz eine schöne Entwicklung. Sie haben gesagt, aber wenn wir die einmal dürfen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften eintragen, dann sind ihr dann Trauzeuge. Und so ist es dann auch gekommen, dass wir ein paar Jahre später das Aufgebot bekommen haben und mit der Kutsche die freie Strasse drauf und über den Marktplatz. Und die Leute haben reingeschaut. Ein Paar und 2 Männer
Es ist niemandem so recht klar gewesen, was hier vor sich geht. Ciao, ciao. Es ist während der Fasnacht, was es blieben. Er ist intelligent, ganz zweifellos. Und es ist vielleicht auch eine Waffe. Ich meine, ein Mann seiner Art ist ja doch ein bisschen ein Outcast, nicht? Als Homosexuellen und so weiter. Aus einem gutbürgerlichen Milieu. Aber er hat, glaube ich, die Waffe immer entwaffnet, indem er sich sofort geoutet hat und intelligent und charmant war. Was sind es für Fische? Das sind Koi. Das sind japanische. Das sind ja ganz wahnsinnig teure. Ja, ich weiß nicht, ob sie wahnsinnig sind. Es kommt sehr auf die Grösse drauf an. Machen das ein roh oder machen das ein Sushi? Das kann nur sie sagen. Sie sind der, der kocht. Der Minu hat immer einen mächtigen Auftritt gehabt, der dich auch schon als Kind fasziniert hat, ob im Zirkus Knie oder Holiday on Ice. Er war ein origineller Charakter. Er war ein riesen Supporter von meinem Anfang hier. Er war, wenn ich richtig verstanden, er wollte auch selbst Balletttänzer sein, wenn er ganz jung war. Und er kennt so die ganze Situation, wie der mit Tanz ist, und hat von einer riesen Unterstützung für uns immer gemacht. Und dafür bin ich dann, soll ich sagen, mega dankbar. Minu, alles Gute zum Geburtstag, das erste Mal. Ich erinnere mich natürlich selber nicht daran, aber ich weiß, dass du mich ganz kurz nach meiner Geburt bei euch in Leimen einmal im Arm getragen hast und umgebuschelt hast. Für mich persönlich hast du von Leimen als Buschi bis zum Interview, das wir im letzten Herbst haben dürfen machen, mich ein Leben lang begleitet, so wie ich glaube, dass du eine ganze Generation von Basler ein Leben lang begleitet hast. Wir sind hier vor dem Pantheon. Das ist der älteste Platz von Basel. Ja. Sorry, noch einmal. Auf einer von meinen vielen Reisen nach Rom habe ich einen Mann kennengelernt, der gemeinsam ein Bekannter ist von meinem Papa. Und ein Minu, der Franco, was der genau macht, das gehört jetzt nicht hierhin. Aber er hat mir gesagt, los, das ist ja super, die Onkelin ist auch gerade in der Stadt. Und ich habe gesagt, nein, mein Onkel ist in Schweden. Wer soll das sein, mein Onkel? Dann sagt der Franco, ja. Natürlich der Bruder von deinem Papa. Dann habe ich gesagt, ja eben, der ist in Schweden und der andere ist schon lange gestorben. Und dann noch Tag später habe ich herausgefunden, dass der Minu auch in der Stadt ist und dass er allen gesagt hat, er wäre der Bruder von meinem Papa und auch mein Onkel. Und wisst ihr was, in einem gewissen Sinn stimmt das sogar. Weil der Minu hat einen Haufen Nichten und Neffen und Cousinen und Cousins zu Basel. Das ist seine Eigenart. In einem gewissen Sinn sind alle Peppi mit dem Minu verwandt. Was ist ein Nassbüchlein?